Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Blurred Weird Night. Ein japanisches Spiel mit dem Klunker als Einscheißer. Ja, Horror, Psycho-Horror-Gedöns. Wir sind wieder am Start und ich muss einfach nur dabei sein, damit irgendjemand sich beschwert. So ist es halt. So ist es. Und meine Wenigkeit, dem All It Din. So, was jetzt... muss man kurz mal was probieren, weil ich kann den Fenstermodus nicht ändern. Warum Fenstermodus? Das ist doch gar kein Fenster. Bei mir ist es ein komplettes Fenster. Kannst aber jetzt nicht größer ziehen. Ist jetzt egal, nee, ich spiel's jetzt so. Bei mir ist Vollbildmodus. Also okay, dann ist ja gut, dann ist ja gut. So, wir haben Zombie-Mode oder Story-Mode? Schau, dann machen wir mal Story-Mode. Gucken wir uns mal an, was das Spiel für uns bereithält. Ja, ist ein japanisches Horrorspiel, Leute. Kann nicht so schlimm sein. Ich fand die sogar immer schlimmer als diese in amerikanischen Häusern, so dieses tausendmal gesehen. Ja, koreanische sind schlimm, aber japanische fand ich eigentlich bis jetzt durch diese ganze, was du gespielt hast mit dem Dämon, okay, aber trotzdem, das ganze japanische Flair gefällt mir ja eigentlich. Ja, ich mach mir keine Angst, sag ich mal. Ne? Ich finde das auch geil, ne? Aber ich so bin solche mythischen Geister und so, das ist, boah, kann mir sag mal, auf den Nieren schlagen, so sag ich mal. Ja, okay, guck mal, ich bin gespannt. Außerdem sieht die Schrift oben aus, so wie Attack on Titan, ey. Das hat übelst einen Attack on Titan-Style. Im Übrigen, wer sich manchmal fragt, der Don Weave ist auch noch im Hintergrund, also falls ihr da noch was hört. Ja, da kann die Fresse einfach nicht halten, Digga. Nee, da schneidet ja auch noch ein paar Videos zusammen für euch. Ah ja. Jetzt ist wieder sehr leise, ne? So ist ja aber auch noch nichts. Oh Gott, Spooky, wieso? Machen wir das hier. Da muss ich. Ah, kann ich nicht mehr. Scheiße. Ah, fuck. Was denn? Ja, ich hätte invertiert einstellen müssen, weil das ist kacke. Ich gucke jetzt nach unten. Wenn ich nach unten gucke, gucke ich nach oben. Wenn ich nach oben gucke, gucke ich nach unten. Ist normal, ja, aber hat er das jetzt angenommen? Ich glaube nicht, ich hab's auf 6. Ja. Na gut. Das kann sein, dass es jetzt ein bisschen blöd rüberkommt, weil ich das nicht auf 3 kriege. So. Alleine diese Sprache finde ich schon wieder geil. Forget to take the gift box, it's in the car, also ab ans Auto. Boah. Oh, also auf jeden Fall geile Karre, ja. Oh, das ist echt, oh, Leute, tut mir leid, Leute, da muss jetzt durch. Das muss ich jetzt unbedingt umstellen, sonst mache ich mich zum Level, ja. Genau, das hier, das brauche ich. Die Stable, das heißt, dass das umgedreht ist. Das heißt, du guckst nach oben und trägst halt den Scheißchen nach oben. Kann ich Continue vielleicht machen, eben, gewebt, oder? Und wenn du nach unten guckst du auch nach unten. Ich mag das, weil es umgedreht ist. Ich habe da auch immer so gespielt, aber bei dem Spiel war es jetzt, bin ich nicht klar gekommen, hab da gerade gemerkt. Also ich kann das generell nicht, bei den Spielen die Y-Achse eingestellt ist und ich habe da übelst Probleme. Aber viele gibt es auch, die mögen das, ne? Gerade so Flugsimulationen und so, da wollen die das viele, ne? Ja, moin. Alter. Also der macht mir schon Angst, das muss ich schon sagen. Ja, ich bin crazy aus. Junge, ich brauche was vom Auto, ich brauche die Giftbox. Gib mir ja das Ding. Vielleicht im Kofferraum? Kann ich nicht drum rumlaufen? Auf der anderen Seite? So, ich tue es noch einmal. Nein! Verdammt! Was war der jetzt wieder? Warte mal. Nee, ich wollte eigentlich mal den Sound noch lauter stellen. Also... Hier in der Aufnahme ist laut. Ich weiß nicht, ob du vielleicht wieder bei Parsec hochdrehen musst. Du kannst ja den Sound selber regeln. Ach, ja, in der Aufnahme ist laut genug? Ja, deutlich. Okay, dann lass mal es zu 5. Dass man mich auch noch versteht. Du musst dann halt bei Parsec auf dieses Symbol klicken, oder wie das war. Und dort ja, ich kann momentan gar nichts klicken. Ich kann weder den Bildschirm. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe einen Fenstermodus. Also, es ist absolut zu kotzen. Leute. Ich kann auch mit der Maus nichts machen. Ich kann nicht in den Parsec-Bildschirm reinklicken. Ach so, okay. Na gut, dann müssen wir nichts machen. Also nur diesen. Ich habe ein Viertel von meinem Bildschirm ungefähr als zum Spielen. Ja, das ist natürlich richtig scheiße. Ja gut, ein Viertel ist vielleicht untertrieben, aber... Ist jetzt egal. So.
Gut, wenn es laut genug ist für euch, Leute, ist ja gut. So, gucken wir mal, da kann ich auch nicht rangehen, okay. Dann vielleicht. Kann aber auch sein, ich muss erst zur Tür und dann. Ja, bitte. Entweder das oder da drüben ist ja auch noch ein Auto, so ein Van. Ja, das wäre wieder. Das wäre wieder ein Klassiker, wenn ich die Kiste fahre. Ja. Guck mal, ist ja leider. Kann ich hier hoch? Ja, Gas, auch das ist bei mir sehr leise, muss ich echt sagen. Schade. Also, wie gesagt, also, das kann klarkommen. Also, das ist wahrscheinlich ducken. Ne, das ist dumm. Okay, jetzt klingt mein Handy. Aha, okay. Inventory ist der R-Taste, das ist sehr kurios. Gut, also das ist nicht mein Auto, kann ich nichts machen. Ich gehe erstmal zur Tür, vielleicht geht erst dann die Aktivierung des Fahrzeugs. Möglich. Ja. Gibt eine Giftbox in der Car. Gut. Das heißt, da ist wahrscheinlich irgendwas los, eine Fahrlichkeit und wir müssen ein Geschenk übergeben, so habe ich es jetzt verstanden. Ja, die Giftbox in the Car. Ne, ich glaube nicht, dass es unser Auto ist. Ah, mal jetzt steht's hinten drauf. Ja, sag ich doch. So, Giftbox erhalten. Ja, man hätte die Sprache auf Englisch umstellen können, aber auch das konnte ich nicht. Ne, ich konnte es auch nicht. Ich habe es ausprobiert auch auf Deutsch, aber das war vielleicht im fertigen Spiel, aber jetzt noch nicht. Möglich. So, ich habe Giftbox. Gleich mal hin, geht nicht. Ach, guck an. Los, ey. 如果你看到这个人，起码喊打电话给我，我找他很久了。嗯哼嗯哼。对，我们就很久了。他有闺蜜住在这里，他那晚来就说，就是送我来的时候。哇，我上桌去。Mach erst mal dein Bett, du. Bisschen Informationen. Informationen. Noch mehr Informationen. Ich lege aber ganz schön viele Sättel um hier. Ja, ja. Ja. Kommst du wieder zum Lesen hier bis zum. Thanks for playing. This game is only development by one person. The Schutzcom will be. Ja, das war's schon. Naja, ich denke mal eher, das ist so, dass du spielst überhaupt so. Danke dafür. Ja, ich glaube. Mal sehen. Gut. Das lockt. Hat wieder eine Person gemacht. Okay. Ja. Aber da haben wir aber in letzter Zeit ja festgestellt, dass das durchaus sehr gute Spiele sein können. Also immer wieder Respekt, das muss ich echt sagen, an Leute, die als Einzelperson ein Spiel machen, weil da steckt viel dazu, ne? Andere Leute haben da große Firmen dahinter. Und wenn du dann als Einzelperson überhaupt ein Spiel auf der Reihe kriegst, was irgendwie Spaß macht und funktioniert, finde ich das schon immer bemerkenswert. So, das heißt wahrscheinlich verschlossen. Bestimmt. Ist auch sehr dunkel bei mir. Ich glaube, bei euch geht's. Das Tor cannot be opened. Okay. Oh, das ist er aber rausgegangen. Okay. Ich auch raus. Can people outside hear it? Please open the door. Ja, klar. Okay. Ja, ich könnte jetzt. Warte mal. Ja, genau. Nein, tu doch mal. Hör mal auf. Nowhere else to go. Take a look inside the closet. Okay. Was tust du? Steh auf. Junge, steh auf. Es bringt doch nichts. Steh auf, wenn du am Boden bist. Ah, komm an, jetzt. Ja, das war nicht da. Oh, die ist hot. Ja, die suche ich gerne. Oh, die ist hot. Ja, mit mir einen Kaffee trinken gehen. Ich kann mal. Jetzt konntest du auch an der Tür was machen. Ja, stimmt. Alter, das ist dunkel. Why do Ed get dizzy? I seem to have forgotten something important. Scheiße. Na, guck an. Ein Traumvorstuhl. Ha. Oh ja, Alter, was ist das für eine Drecksau, die Kippen so rumschnippt? Das ist ja schweinisch gut, ey. Kriegst du ja geregelt, Junge. Aha. Und Batterie war noch daneben. Ja, hast recht. So, Y das angucken und Dings das. Ausrüsten. Und Starkratz nach unten, meine lieben Freunde, ist dann die jeweilige Item ausrüsten. So, sieht auf jeden Fall jetzt schon beschissen aus, ja? Oh. Ja, moin. Ah, die Innenrichtung hat sich verändert. Ja. Jetzt nehme ich alles mit, ja.
你也是车祸跑进来的？我跟你说，别妨碍我们，别在网上乱说话，懂吗？ Alles klar. 你是什么阿妈阿狗啊？哎，怎么阿妈阿妹干嘛？别和我说话！哎呦，干嘛？我家的狗都是你的。哦，短石头。哎呀！别在我面前晃悠，半路出车祸，我爸有个车主头都没了，哎呀，那个惨呐！Ich komme jetzt gerade auf den Namen. Wie heißt das? Idols, japanischen diese jungen, sagen wir mal, Idolmädchen der Idols. Das ist so, also Holla. Es ist gar nicht mal machen. Ich will mal gucken, ob es geht. So, was hast du mir zu erzählen? Ich kann leider nicht mitlesen. Ich komme gar nicht mit so richtig. Let's go and haunted house adventure. I'm very. Thank you, fans. Achso, die wird gefilmt ja von zwei Handys. Das sind Handys. Ja, ja. Und das ist der Effekt quasi mit diesen. Ah, okay. Kommt jetzt Fernsehen? So, hallo. Bin auch auf YouTube. Ja, ja. Are you blocking the lens? Please get out of the way, Mensch. I blocked the door lens. Oh, das sieht auch cool aus in der Säule. Nur sieht auf alle Fälle schöner, sieht auf alle Fälle schöner aus wie vorher. Das kann man ja mal so sagen, ne? Jo. Kann man auch nichts machen. Mit richtigen dicken Wälzer durchspütteln. Nee. Wo muss ich denn jetzt mit dem Geschenk hin? Muss ich das vielleicht hier hinstellen? Ich probier's mal. Moin. Ja. Nee, kann ich. Warte, kann ich die angucken vielleicht? Nee. Nun gut. Ja, und schalten den Fernseher an. Kann ich auch nicht. Da ist noch eine Tür und da ist irgendwas ganz schlimm Helles. Ach, ah, ja, guck mal, jetzt offen. Jetzt offen hier. So, the Dropbox can save the game. Press the Start button and handle to select to save the game. The Storage Box. Aha. Gut. Hat gesaved. Ich liebe. So ein Bild ist echt geil. Oder auch solche Wandscrolls hier, solche Wallscrolls im japanischen Stil. Das ist auch geil. Ah, ne, wir merken das, dass du mit dem Girl talkst, deswegen sind wir dazwischen gegangen, du Perversling. Genau, du kriegst eh nicht, hast du nichts drauf, Junge. Fahr dich ja auch noch mit dem Klubschauge, der geht doch nicht ab bei dir. Lass nicht das mal machen, genau. Ja, und dann mit der Grandma. Ja, wollte ich gerade sagen, nämlich der Oma. Was geht ab? Nee, wir tun nicht deiner Religion folgen. Ah, die ist hier so ein bisschen eitel, ordentlich. Auf jeden Fall quasseln hier zu viele Leute durcheinander in dem Spiel. Das ist echt, also das ist wie so ein... Was denn hier schon mal? Ja, da war der WC-Ente, die braucht man. Definitiv. Ja, das sieht ja gemütlich aus, sag ich mal. Ah, hätte man vielleicht mal hier und da mal das Fenster machen können. Die Fliegen, die fallen da jetzt nicht auf, oder? Ist ja irgendwie am Ball aufgefallen. Steht ein riesen Teddy. Ja, ne, warum nicht? Ach, die wird wieder gefilmt, ja. Diesmal kann ich aber nicht hingehen. Okay. Kann ich auch nicht hingehen. Ja, verrückt. Ist auf alle Fälle mal ein anderer Ort, Horror-Game. Was auch immer. Was ist mit dem Typen? Da bricht jetzt gerade zusammen, der Typ dort. Ist das ein Dude? Vielleicht. Hey, Teddy. Was macht er? Oscar-Actor sicherlich nicht. Spacken. Lass den Robo durch auch mal wachsen, Junge. Sieht aus wie ein Strohhalm. Ja, ich glaube auch. Das Acting ist aber richtig kacke, wie da gerade hingeflogen ist. Das muss ich ja leider sagen.
Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt tun muss erstmal oder ob ich jetzt weiterlaufen muss. Ich glaub nicht. Was machst du jetzt hier? Der Film da. So. Seinen eigenen Film, ne? Die Film hier vor sich hin. Gut. Tausend und eine Tür mal wieder. Wer hätte es gedacht? Ah ja, guck mal. Ah! Ah! Was haben wir hier? Den Schmuddelheft. Kommt jemand gelaufen, ich hör's. Kauft sowas überhaupt noch jemand? Schmuddelhefte? Keine Ahnung, ich glaub's nicht. Obwohl, ne, weiß nicht, ne? Umsonst wird's sie wahrscheinlich an Tankstellen und so nicht geben, ne? Wenn hier abseits da wäre. Das stimmt, ja. Da kann ich gar nichts drücken. Na, das sind ja 1000 Türen. Gut, dass man mal nicht in jede Tür rein kann. Ja, dann kriegst du ja hier einen Krampf. Noch nicht, ja. Drück doch X. Nur eine Lampe. Would you be a gangster? Ja. Yeah. 我是地球资源循环再造管理室。 啊。 讲破烂了。 哎, 这儿很不对劲儿啊, 不可能还有这么多家具。 好像昨天还有人住在这儿, 啊, 否则早就被偷光了。 Geht nicht. Alles klar. Aha! Wall and twist switches turn on lightning. I lightninged. Warte mal, hier ist vielleicht auch noch was. Geht das? Nee. Ich wollte gerade sagen, das blinkt doch so komisch. Nee, ich wollte den auch noch neigen. Endschlüssel haben wir schon mal. Da ist der Fernseher kaputt gegangen, hast du gesehen? Oh, ich hab's gesehen, ja. Hey, Quatsch. So, dann machen wir mal das Licht wieder aus, weil da stand ja dort, das würde ändern. Ah, siehst du, da hängt nämlich was. Okay. Aha. Nee, das ist ein bisschen Klamotte. Hol dir das Idol-Outfit. Forget what I just remember to find the boss and give him this thing. The thing. Okay, also wir müssen dem Boss das Idol Outfit geben. Okay. Mhm, mhm. Boss, I have the Idol Outfit. Oh, hier ist wieder so ein Vorstuhl. Information ist. The password in the videotape. Was? The password is in the videotape in the general manager room. Ah. Also in einem VHS finden wir ein Passwort. Okay. Wahrscheinlich in einem Film. Aber who is the manager room? Es kann natürlich sein, dass wir jetzt wieder zu den Typen zurück müssen, die in der Küche waren. Oder dass wir halt... Oder den Turn ausprobieren. Oder das. Der Standardtyp, da geht nichts. Ja, moin. Was mit dir nicht? Hey, deine Playstation dort vorne. Ey, ja, geil, die nehme ich doch gleich mit hier, Junge. Komm, jetzt mal eine Runde zocken oder was? Dö, locker flockig. Ja, cooler Effekt vom Boden, sag ich mal. Ja. Gibt schönere Fliesen, aber. Aber das Zimmer sah doch vorhin auch anders aus. Na, eigentlich schon, ja. Da steht 05, aber. 105. Oh. Kann ich auch nicht lesen. Ja, entweder war das Zimmer zu. Aha. Eine Wrench. Schraubenschlüssel. Also wir finden schon mal sehr, sehr viele Gegenstände. Ich habe meine Schraubenschlüssel geklaut, ist okay. Oh, das Geld kannst du mitnehmen. Mich macht's, hat er schon eingesteckt. Mich macht's ja eher... Oh, ein paar Chonga. Oh, ein paar Chonga. Ah, wo kommst du jetzt wieder her? Alter, die verschiedenen Gespräche überlagern sich halt so krass. Ja, ich weiß aber nicht, wann die fertig sind. Naja. Bist du fertig, du Maul? Jetzt nochmal zu dir. Jetzt nochmal zu dir. So, gut. Ich wollte es mal gucken, dass wir es runtergefallen. Nee, ganz oder aufstehen, das ist peinlich. Die ist aber echt schrott.
Japanische Spiele halt, was willst du dazu sagen? Das ist halt so, ne? Das könnte auch der Manager-Room sein. Wollte ich gerade sagen, das ist ja vielleicht. Er ist zu. Weiß auch nicht, ob ich den Schlüssel einsetzen muss oder ob es das automatisch macht. Ne? Das ist immer so ein Ding. Hier ist nichts. Ja, sieht so aus, wie als wäre dann wie. Oh. Warte mal. Oder war das der Kasten? Ne, es war der Kasten, okay. Sieht so aus, als hättest du eine Videokassette reinschieben können. Oh. Na ja. Ja, oh, guck an. Aber manchmal ist es ein bisschen crazy, den Punkt zu treffen. Okay. Victor. Hm, machen wir es. Ja, egal. So, das haben wir schon geguckt, ja. Alter, bist du einmal vor und zurückgelaufen, ändert sich alles hier. Ja. So, hier waren, glaube ich, die. Genau, die Psycho ist drin hier. Ja. Die drehen nicht mehr. Wir sind abgehauen. Schön. Ich hab dein Outfit. Mädel, wo willst du hin? Door cannot be opened. Okay. Haben wir hier noch Türchen? Auch nicht. Also, es ist erstmal so, dass er keine Angst haben muss in dem Spiel, oder? Aber wer dreht in so einer Umgebung? Mal ganz ehrlich, also das ist ja nur. Ist ja nur nicht schön, ne? War richtig Horror ist es ja noch nicht jetzt. Wo geht's denn jetzt hin? Eigentlich überhaupt nicht. Ja, noch nicht, auf jeden Fall. Ja, ich glaube nicht, dass sich das ändert. Wir haben ja auch unten noch den Schrank, wo wir in eine andere Welt wieder reisen können. Alter. Aber da weiß ich ja nicht, ob du da wieder zurückkommst. Ja, deswegen. Da wollte ich erstmal rumgucken, es geht auch nicht, okay. Ich weiß halt nicht, ob ich den. Aber guck mal, ach ne, das Licht, ich muss da mal die Batterie wechseln. Ob ich den Schlüssel einsetzen muss. Select, naja, okay. Weiß ich nicht, ob das selber macht, das ist ja scheiße, weil dann müsstest du ja jede Tür jetzt probieren. Ja. Wir wissen ja, welcher Schlüssel es ist, aber wir wissen ja nicht, wo der Raum ist. Den haben wir noch nicht gefunden. Richtig. Sieht aus wie eine Geheimtür irgendwie. Da war eine Karte, oder? Ja, aber ja. Was ist das? Ja, die ist natürlich für Japaner sehr gut verständlich. Warte mal, bin ich jetzt zurückgelaufen? Ja, okay. Laufen wir nochmal weiter. Achso, das war's schon, oder was? Ah, ne, hier. Ja, moin! Was ist los? Kein Bock mal zu filmen, oder was? Okay. Es kann sein, dass du ihr das Outfit geben musst, oder? Ja, versuche ich ja gerade, aber. Oder dem Chef. Ah doch, guck an. Boah! Meine Güte. Man kann denken. Ach komm, Leute, da muss man doch schon mal, also ehrlich mal. Oder sonst nicht zu lachen im Spiel. Jetzt habe ich da das Outfit gegeben. Das ist das bestimmte Manager, kann das sein? With the girl, du bist ein Wichser, Alter. Du chattest immer mit Girls, aber. I think this guy is stupid, okay. So, jetzt haben wir noch auf jeden Fall das Outfit nochmal ab. Warum reden die mal, hast du ja nicht weg, Kind? Kann ich mich mal reden, wenn ich vor euch stehe, Idiot? Das stimmt mit euch nicht. Die kommen ja. Ja, 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 ja. Boah, es ist das. Wir haben auf jeden Fall das Kostüm abgegeben. Aber da gehe ich jetzt davon aus, wenn ich den Schlüssel einsetzen müsste, würde ja jetzt das Menü wieder aufgehen. Ja, wahrscheinlich wird es so sein, ja. So, das heißt, wir haben den Schlüssel, wir haben noch einen Schraubenschlüssel. Entschuldigung. Wir haben noch das Ding. Ach, kann ich keine Ahnung, wo ich das hin tun muss. Weiß boah, nicht. Wird sich zeigen. Ich glaube, das sieht man dann. So eine typische Zange oder irgendeine Sache zum Drehen, zum Wegschrauben. Ich glaube, das ergibt sich selbst dann. Ja, jetzt haben wir das Kostüm gegeben. So, jetzt haben wir ein paar Türen, die zu sind. Ja. Jetzt könnte ich eigentlich nochmal in den Schrank reingucken, vielleicht nochmal, wenn du das sagst. Genau, das wäre jetzt so. Das nochmal probieren, weil hier kann man ja nicht die Kassette irgendwie. Ich kann jetzt nochmal hier, weil ich jetzt nochmal probieren, ob ich den Schlüssel einsetzen kann, vielleicht. Kann ja angucken, oder? Ja, Examine ist ja einfach untersuchen. Hier kann ich nichts drücken. Was ist das hier? Nee. Aber wo war jetzt da? Der Schrank. Ja. Hier war der Typ drin, da war er nicht.
Ja, ich trinke doch. Vielleicht muss sie erst leer werden. Die ist leer. Die ist ja alle. Warte mal, kombinieren geht nicht. Willst du mich wollen? Nee, ich will das. Steht dort. Combine. Aber wie? Select, move, cancel. Wenn ich move drück. Nee, cancel, nee. Oh ja. Jetzt. Tack. Guten Tag. Guten Tag. Genau, hier war der Typ drin. Hier war das Codeschloss, was wir brauchen. Was wir ja erst finden, wenn wir den General Room finden. Wahrscheinlich, ja. Und hier war der kaputte Fernseher, genau. Dann war hier doch der Raum. Ja, Hier genau. war das so. Gucken wir mal kurz um das. Hab ich vergessen. Oh. Seidendorfer Filmposter. Ist der aufschlussreiche. The uncertain light of the end. Nochmal. Ah, okay. Dann ab in den Vorstuhl. Ich möchte nur sagen, ich kann nichts drücken. Ne? Ich würde es machen, wenn es geht. Also. Mein Wahnsinn, ist es aufgehangen? Oder wir haben. Okay. Jetzt kann ich Scheiß mich bewegen. Radio nervt. Weil ich kann es nicht mehr ausschalten. Scheiße. Ja, habe ich keine Ahnung, was ich da drin wollte, aber. Ja, es hat ja irgendwas in Ohr gezwitschert. Also ich habe eine Stimme gehört, aber ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was sie gesagt hat. Also Aber vielleicht war jetzt. geschweige denn, dass ich kein Japanisch kann. Also ja, Vielleicht ändert sich ja jetzt aber was. wahrscheinlich. Vielleicht. Dein Tür steht immer hier. Naja. Welche Schlange noch und PlayStation gezockt, Junge? So stehe ich allerdings auch nicht, warum die noch nicht da ist. Nee, es hat sich nichts geändert. Vielleicht ist jetzt oben die eine Tür auf, wo du vorher nicht reinkommst. Noch mal wieder. Warte mal, kann ich das aufmachen? Ja. Kommst du nicht rückwärts rein? Nee. Wie soll ich dann die Tür drücken? Also jetzt wieder dasselbe. Wenn ich da drinnen bin, passiert nichts. Ich kann nichts machen. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder die Stimme und dann kann ich mich wieder bewegen. Ah. Ich kann mich nicht drehen, ich kann gar nichts machen. Jetzt kann ich das Menü wieder drücken, jetzt geht's. Ja, irgendwo wird sich schon was geändert haben. Wir müssen wieder durchrennen. Vielleicht war es aber bloß zum Verstecken, man weiß ja nicht. Vor was zur Zeit noch? Ja, zur Aber. Zeit. Zur Zeit. Ne, keine. Das hat man schon. Die hat man schon. Es geht nicht auf. Gehen wir hier hoch, genau. Oh ja. Das ist so ein typisches Horror, Bild, ne? Ring. Hä? Ging es ja zweit? Ja, doch. Naja. Guck mal hier, da habe ich vorhin gar keinen Wiederhaufen kippen, ey. Ah, sei Gut, Schweine sei Freunde. das ja. Aber warum kann ich das hier examen und an manchen Türen nichts verstehe ich nicht? Ja, sehr cool. Ja. Meine lieben Freunde, gute Frage, nächste Frage. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen wahrscheinlich den Plan verstehen. Könnte ich mir Ja, gut gut, vorstellen. Das X.
Office. X ist ja vielleicht das, wo wir sind. Kann das sein? Oder ist das das, wo wir sind? Oh, sind ja zwei Xer. Wo ist noch eins? Ja, naja, in der Mitte und links daneben. Ah, ja. Die Kitchen ist ja nicht wirklich das, wo man sei. Ist aber in der Kitchen, muss es was geben, wenn das X da ist. Das kann auch sein. Die Kitchen ist hier. Also, kicken wir nochmal in die Kitchen. Was haben wir hier noch so zur Verfügung? Was ich vergessen habe, vielleicht. Ich bin da extrem träge zu bewegen, Leute. Das kann ich euch schon mal sagen. Das ist echt Ist die Tür schwer. vielleicht jetzt auf, bevor da ja einer von die Türen? Kann ja jetzt möglich sein. Zum Beispiel da, ach nee, das, nee, ignorier's, weil da ist ein Stahlbolzen drin. Aber das würde keinen Sinn machen, das mit einer Wrench, weil, also da bräuchte eher eine Säge anstatt. Ist halt Quark. Die Rohre und so, das wäre ja eigentlich typisch. Aber ich weiß jetzt nicht warum, aber ich sage jetzt mal, für so eine Rohrzange wäre eine Rohre logisch. Vielleicht da drücken? Nee. Tja, was, Leute, was übersehe ich? Ich weiß es nicht. Boah, geht mir ähnlich. Also ich wüsste jetzt auch nicht. Aha. Aha. To be for use the time being. Was? Ich muss noch mal. Also der Feuerlöscher ist zu schwer. For any use for the time being. Moment, kann ich ihn nicht heben, also so schwer. So habe ich, würde ich das jetzt mal übersetzen. Als wenn jemand einen Feuerlöscher nicht heben kann. Ja, Das da ist. Ja, wir haben Schneeschippspiele gespielt, lieber Flunder, ja, aber wo das ist ja Leute mal. krank werden beim Schneeschippen. Also es ist jetzt, ist nichts ist unmöglich, Das ist sagen ja wir mal so. noch fast noch lächerlicher. Nee, kann ich auch nicht einsetzen irgendwie, okay. Ah, Mensch, Mädel, die hat Armklammern an der, oder? Nee. Nö, nö, Ja, das sage ich vorher. Nehme ich mit nach Hause. müssen wir maximal noch mal zu den Kunden gehen, zu die drei, die da drum stehen. Vielleicht ändert sich da noch was, wenn wir mit denen noch mal reden irgendwie. Das sind ja die Hauptprotagonisten. Ja, talkst du mit einer Frau? Kann ich nicht mehr. Hinten die Tür noch mal versuchen. Aha! Ah, das haben wir. Ja, ist auch, ja. Irgendwas haben wir übersehen. Ach so, jetzt sind wir wieder beim Speicherpunkt, okay. Ist klar. Hoppala. So, jetzt sind wir wieder in der Haupthalle. Ihr könnt ihr natürlich jetzt verschlüsseln. Sind machen. Ja, in your hiding cabinet, the duty room will get dark. Let from us. Redet doch mit mir. Das ist von außen, das stand dort da gut von außen zum Haus zu und wir sind halt verschwunden. Ja. So, muss man jetzt das Video angucken? Ja, wenn du jetzt hättest, hast du eins? Ich hab keins. Achso, ich dachte, es war eins drinne. Nein. Komm ja gerade, dass also, du das reinlegen kannst. Keine Ahnung, ich habe unten gelesen, ich habe nicht oben gelesen. Ich kann Ja, Ihnen du nicht kannst sagen. reinlegen, aber ich hab halt noch keins. Ja, okay, vielleicht liegt da eins rum, mal sehen. Aber Videoreset habe ich auch noch nicht Also gefunden, oder ich was hab. auf alle Fälle geändert werden muss, dass so viele Leute zwischendurcheinander quasseln und Ja. der Text sich ständig überschreibt, das ist einfach nicht nervig wie Sau. Kann man selbst mitlesen ist unmöglich, weil einfach dann drei, vier Texte übereinander liegen. Das geht einfach nicht. Have So. item. Also ich habe halt kein Ende, ich habe keine Videokassette. Ja, die man ja wahrscheinlich in diesem Generalraum finden, den man ja nicht Ach, guck reinkommt. an, hier Vielleicht sind irgendwas. Fußabdrücke, hier ist ein Office und da haben wir einen Schlüssel benutzt. Jetzt geht's. Lustig, dass du machst es.
Menü trinken muss, damit das Spiel sich nicht aufhängt. Das ist interessant. So. Ja, rennt jemand, hast du gehört? Ja, lass den rennen. Wir haben hier Kassetten zu sehen. Hast du gehört? Ich hab's gehört, ja. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Kinder, die im Flur rennen, wir müssen hier VHS-Kassetten finden. Komm schon mal, Blauer, komm jetzt hier raus, so schlau ich, ey. Ich finde es sogar sehr entspannt, sogar mal. Ich finde es eigentlich kurz langweilig gerade. Das ist wieder der Unterschied. Ich mag das mehr als das Horrorgedöns. Ja, ganz, ganz traurig. Ist aber, ja, dazu sagen, wie gesagt, das, ich finde es sehr. Aber da war doch noch was zum Aufheben. Mensch, Gott, ja, piss. Ich kann es auch nicht ändern. Wo denn? Nicht da, wo das Schrankregal ist, da war doch was, oder? War da nicht hier an dem Schrank, also an dem, wo du drauf stehst, davor hast du doch Schubladen. Links, ja, ja. Ach, hier, ja. Oh, meine Fresse. Ey, wo übst du das Ding, Alter? Massiv Holz. Nee. Drucker, nee. Es kann schon sein, dass du noch irgendwas drücken kannst, aber das ist, wie gesagt, das ist sehr schwierig rauszufiltern. Ja. So, hier ist noch eine völlig abgelegene Tür. Oh. The phone is broken. Where are you? Can you try to meet in the lobby? Ja, ja, wir können in der Lobby. Ach, oh Mensch. Warum tun wir denn ständig da alten neue Kostüme anziehen? Was ist denn das für ein Perverso-Spiel hier? Oh no. So, geht's. Ah! War, ja. Aha. Hä? Hey. Mit der Ranch. Ah, ich dachte, sag Gott. Ja, geht okay, nicht. Hm. Ist das buggy, oder? Ah, cool, haben so. Wir Batterie. Da ist der VHS. Ja, so. Alter, war das jetzt laut auf dem Kopfhörer. Bleck mich doch am Arsch, ey. Ja, reicht ja jetzt, ja. Richtig geregelt, Junge. Richtig ja geregelt. Das war richtig. Übertreiben Sie es mal nicht, ja. Wenn du Angst machen, dann bist du ein bisschen mehr aufhören. Ja, du, ja. Mir reicht es schon. Ja, da ist bestimmt was drauf, wie wir hier rauskommen. Ja, wir playen the tape und du ziehst doch einmal das Kostüm an. Ja, auf jeden Fall. Dann geht's mit mir ins Bett. Ja. Ja, probier mal links oder rechts. Also, ja, aber ich glaube, das Wort ein bisschen fertig zu reden. Ja, weiß ich, kommst du her zu mir? Fand ja lustig. Machen wir das Licht aus, ja, genauso wie Taschenlampe. Ich glaube, du musst immer auf der rechten Seite playen. Oh Mensch, machst du auch immer noch was? Das ist nicht zu viel verlangt, dass du immer playen drückst. Das ist auch ein Ausschalten. Das war. Wen? Kann man nicht playen, das sag ich doch. Naja, ne. Ist ja doch auch ein Ausschalten. Ja. Ist wie schwer das ist, das Ding zu treffen? Jetzt. So, jetzt geil, ja, komm. Ja, ja. Guck jetzt auf der Alten, guck auf deinen Bildschirm, verfickt. Gut. Geil, hör. Ja. Gut, geiler Weißer, sag du. Das ist mir egal, da kommt euch. Da stand das Passwort. Siehst du? Oh. Hast du aufgepasst? Ja, nee. Weil du zwischendrin ja weggeschippt jetzt. Ja. Was? Was? Ich kann's nicht lesen. 675. Ey, ich kann's nicht lesen. 613589. 613589.
613589. Ja, kannst du mal die Fresse halten? Macht der mal noch was hier, oder? Alter. Nächstes Kostüm für dich. Geil, sehr gut. Da macht's gut. Das ist, oh Gott, was wurde das für eine Animation? Ich hab keine Ahnung. Hä? Weiß es nicht. Müssen wir das hinterfragen? Nee. Okay. Ja. Wir sind einen Schritt weiter. Und wir hatten das erste Scary Face, was absolut nicht scary war. Hä? Okay, das fand ich übelst witzig und lächerlich. Das sah aus wie mit dir nur Gnome. Weil, ja, wo ist der raus? Ist er aus dem Pissbecken? Ist er aus der Pissrinne entstiegen oder was? Was stimmt denn mit dem nicht? Pissrinnengeist. Ja, ich komme. Alter, die Klos. Ah, guck dir mal an. Die Klos sind im Boden. Ja. Das sind wie die. Das ist so wie die auf die türkischen Klos, oder? Vielleicht war jeden was dabei, weiß ich nicht. Ja. Ist es nicht bei der. War das. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal gesehen habe. Wie bitte was? Ist es im Asiatischen so? Weil ich kenne das, ich glaube von der Türkei oder so, dass die im Boden eingelassen wurden mit so Stangen. Ach, in Italien war das auch so? Ah, okay, weil ich kenne, ja, okay. Also gesehen habe ich es so privat, also jetzt direkt jetzt noch nicht. Aber okay. So, jetzt kommt ja noch der Spukgeist. Da kommt gerade vom Scheißhaus. Ein riesen Klopapierrolle, ey. Ja, so, also, whenever your table, green paper, new paper in 3 days, green paper is dead in 7 days. So he say white paper. Toilet will disappear in the holy call as a new shoot. It doesn't seem like you whipped your ass. Should know, Hat er, hast du dem jetzt wieder das Kostüm gegeben oder was wurde das jetzt? Ja, konnte ich nicht. Nee, ich konnte bloß mit ihm reden kurz. Mein Taschen ein bisschen alle. Okay. Wieder ein Code. Also der kleine Geist mit dem Loggen, der war süß. So wie so, wie so ein Gartenzwerg. Lächerlich auch. Den fand selbst ich nicht mehr gruselig, wenn ich bin unfassbar leicht zu erschrecken. Ja, ist auch gar nicht aufgefallen jetzt. So, wir müssen erstmal den Taschen wegstecken, weil es wird Mist. Ist doch eh hell genug hier überall. Na, hier geht's auch. Da geht's halt bestimmt auf, aber mir war das doch scheißegal. Oh Mann, ja, haben wir schon einen Rucksack. In Schlüssel. Wichstücher sei auch dort. Einmal frei. Ja, zum Speichern. Jo. Also, keine Ahnung so richtig, wo das Spiel jetzt eigentlich. Also, ich meine, es wird von einer Person entwickelt und dafür ist es Shiganshin okay. Da hätten wir noch eine Tür in dem Raum. Ich weiß nicht, ob du da weiterkommst. Also, hinter dir, dreh dich, da. Aber noch weiß ich, verstehe ich noch nicht so richtig. Wir machen hier Fotoshootings. Wollen aber eigentlich aus dem Haus abhauen. Aber irgendwie nutzen wir auch jede Möglichkeit, in jedem Raum, den wir neu kommen, irgendwie ein Fotoshooting abzuhalten. Das ist irgendwie strange. Aber wir haben einen neuen Schlüssel, also könnten demzufolge vielleicht eine neue Tür wiederum öffnen. You need to use the yellow magnetic cord and then press the password. Okay, also eine yellow cord und das Passwort dazu.
抱歉，这个机关本来是要向你工作人员的，没想到你先闯进来。不过你的惊吓表情好真实哦，请你配合我们工作，不要拆穿我们，好吗？Also das ist wirklich, also das ist wirklich schlimm. Warum bist du jetzt wieder hier? Genau. Die muss ich doch beamen können, Alter. Was stimmt mir da eigentlich nicht? Okay, keine Ahnung. Ich bin überfordert. Also wir kommen zwar irgendwie immer weiter, aber ich habe keine Ahnung, was hier wirklich eigentlich passiert. Das ist mir alles zu random. Aha. Dafür war der Schlüssel. Ja. Oh, ist jetzt... Okay. In dem... Unter dem, weiß ich nicht, Fernseher oder was das war, oder war wieder was? Ja, in dem Schrank. Ah ja. Na, dann nur aufhören, da drin zu batschen an dem Ding, Mensch. Oh, das ist das aber... Ding. Ja, da tut ihr ja noch ständig mit der Hand, ne, batscheln. So ist gar nicht. Ordinary... Ja, da ist überall die Bluthände, batschelt da rum. Boah, alter Verwalter, what the fucking hell? Was genau habe ich jetzt gemacht? Dich hat ein großes Bild getötet. Na? Okay. Aber ganz ehrlich, meine lieben Freunde, ich glaube, das ist auch mehr als ausreichend für die Demo. Ja. Ja, lieber Entwickler. Blöd. Wired. Ich weiß nicht so richtig. Keine Ahnung, was ich davon so richtig halten soll. Ganz eigenartig. An sich, der Gedanke ist so irgendwie ganz cool. Und ich finde, da diese Modelle hat er ganz gut hingekriegt. Aber irgendwie der rote Faden lässt hier wieder mal zu wünschen übrig. Weiß auch nicht. Keine Ahnung, was es ging. Aber, ja. Ja, hab's nicht verstanden. Wie so oft bei Horrorspielen. Tja, meine lieben Freunde, ich weiß nicht, ob der Holodin gerade off ist. Keine Ahnung. Nee, ich hab das hier noch. Aber ja, schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Und ja, wie ihr es fandet. Belehrt uns und berichtigt uns, was hier zu tun war. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Projekt. Bis dahin, ciao Leute. Ja, ich fand es auch nicht so geil. Sollte man vielleicht mal, weiß ich nicht, nochmal ein bisschen überarbeiten. Das ist, die Ideen sind nicht schlecht, aber gerade der Geist, der so kommt und so, also mich hat es überhaupt nicht gekriegt. Und ich mag, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn du nicht verstehst, warum machst du das. Das ist ja eigentlich das größte Problem, oder? Wie gesagt, ich hab's alle verstanden, ich habe keine Ahnung. Wir wissen nicht, warum waren wir in dem Haus. Also gut, Fotoshooting, klar, aber was waren wir? Warum hatten wir das geschenkt? Was hätten wir damit? Ah, gut. Aber, naja, wir haben es gemacht, Leute. Spielt selber mal und ihr könnt uns ja sagen, wenn ihr es bist. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.